Jo Leute, willkommen zu Hashtag Frag. Dieses Mal mit, wie seid ihr während eurer Schulzeit gewesen? Also Hashtag Team Fleißig oder Hashtag Team Faul? Und habt ihr immer eure Hausaufgaben gemacht? Wir dachten eigentlich, wir hätten die Frage schon beantwortet, haben jetzt aber keine Antwort gefunden. Dementsprechend... Keine, die hundertprozentig passt halt. Richtig. Wir haben zwar was mal mit den Hausaufgaben gesagt, aber es war eigentlich mal nebenbei beim anderen Thema. Bin ich der Richtig. Meinung. So, und dementsprechend Hashtag Team faul. Stinken faul. So, bei dir? Also ich habe Hausaufgaben nie Hashtag gemacht. Team irgendwas da dazwischen. Also ich habe meine Hausaufgaben morgens um 3:30 meistens gemacht. So eine Stunde, vor, ein, zwei Stunden, bevor ich zur Schule mich auf den Weg gemacht habe. Ich sag mal so, der Vorteil war halt, je weniger ich für ein Fach gemacht habe, desto besser waren meine Noten in dem Fach. Ich habe ihr. Ich bin auch heutzutage der Meinung, Hausaufgaben sind eigentlich antiquiert und sie bringen nicht wirklich viel. Ja, Und bringe auch nicht ich habe viel. jetzt vor kurzem mit den ganzen Studenten, die halt Lehrer werden in meinem Bekanntenkreis, gesprochen gehabt und die haben auch gesagt, Hausaufgaben, naja, richtigen Sinn, dahinter gibt es nicht so wirklich. Bestrafung für die Kinder. Nee, aber Das ich... hat eine wirklich gesagt, entsprechend um Kinder zu quälen. Ja, ist auch echt so. Also ich sag mal, wenn ich mir angucke, dass heutzutage die Kinder um 4 Uhr nach Hause kommen, ist schon in der 4., 5. Klasse, und dann noch Hausaufgaben für 3, 4 Stunden aufkriegen, das ist... Nee, das ist das Letzte. Außerdem empfehle ich jedem, der irgendwie entsprechend noch zur Schule geht, sich mal mit der genauen Gesetzeslage zu beschäftigen. Wegen, ihr müsst nur ein gewisses Kontingent Zwei an Stunden. Hausaufgaben pro Klasse. Es kommt auf die Klasse drauf an und auf die Schulform. Also das muss man dazu sagen. Gymnasium alles unter Oberstufe 2 Stunden. Das weiß ich. Ich weiß beispielsweise bei den Grundschülern, glaube ich, ist es eine halbe Stunde. Und Ja. das gilt für die gesamten Hausaufgaben und nicht nur für Ja, ein Fach. richtig. Deswegen, ich glaube, Oberstufe hat ein paar Stunden sogar. Aber dazu zählt sogar Lernen. Also ihr habt sogar in dieser Zeit zu lernen. Und nicht mehr, weil das einfach sonst schädlich ist. Und das sehe ich auch vollkommen genauso. Und ich muss ehrlich sagen, Aber das auf der hat... anderen Seite... War es bei dir in der Berufsschule eigentlich anders? Wir haben relativ wenige in der Berufsschule an Hausaufgaben bekommen. Ja gut, Hausaufgaben für den Arsch. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich da Hausaufgaben aufbekommen habe, da habe ich dann nachher gesagt, ich möchte die vorne an der Tafel vorrechnen. Und da habe ich mich dann da hingestellt, das, hab's hingeschrieben. So, rechnet mir mal irgendjemand das, wie ich den Term umgestellt habe, im Taschenrechner aus, ob ich das richtig habe. Dann hat mir da einer, nur im Taschenrechner musste mir das einer eingeben, und das habe ich meinen Kameraden noch gerade eben zugetraut. Und ja, die waren wirklich so blöd. Und dann habe ich halt drauf geguckt. Ja, ist auch okay, habe ich das gleiche Ergebnis. Aber ich hatte immer einen leeren Zettel vorne. Und dann haben die Lehrer immer gesagt, der macht wenigstens seine Hausaufgaben. Ja, alle anderen haben keine Hausaufgaben, weil kein Schwein die Hausaufgaben gemacht hat. Die haben dann halt nur das eben ausgerechnet, was ich da vorne hingekritzelt habe. Und es war halt immer richtig, was ich da gemacht habe. So. Nur die eine Lehrerin, die hat das irgendwann mal rausgekriegt und die hat dann immer gesagt, scheiße, muss ich rauspiepen, shit. Sie zeigen mir mal bitte eben ihre Hausaufgaben. So. Jetzt muss ich meinen eigenen Namen rauspiepen, habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, passiert. Passiert. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, das eine, was ich von dem einen Lehrer noch gehört habe, das ist eigentlich nur das, was sie im Unterricht nicht mehr durchnehmen konnten, was er mir gesagt hat. Richtig. Lehreranwärter, korrekterweise, muss man sagen. Und in so einem Fall, wenn ihr viele Hausaufgaben aufkriegt, ist das unter Umständen die Schuld von euch selbst, weil ihr zu laut im Unterricht gewesen seid oder den Lehrer zu viel abgelenkt habt. Also das kann durchaus einer von den Gründen dafür sein. Ja, okay. Gut. Leute, wenn ihr Fragen habt, Hashtag FragKleinEvo, FragDND. Und ja, haut's rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. Jetzt muss ich echt noch bye mal, bye. Jetzt muss ich noch mal meinen Namen rauspiepen. So ein Scheiß. Ja, das ist ja sowas von ehrlich. So ein Scheiß aber auch. Ich hab mich bis eben zurückhalten können, aber jetzt ist es her. Du weißt, dass das noch ins Video reinkommt. Also.